Hallo, Herr von Kleist. Schön, dass Sie auf der Kiste sind und uns heute das Hamburger Programm Klimaschule vorstellen wollen und vor allem mit der Fragestellung verbunden, ob nicht alle Schulen in Deutschland diesem Vorbild folgen könnten oder sogar vielleicht müssten. Und hiermit übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Killmann. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und von dem Programm berichten darf. Ja, ich bin eigentlich auch Lehrer und wir führen seit 10 Jahren hier in Hamburg dieses Programm durch. Und da wir das für relativ erfolgreich halten, wollten wir das ganz gerne an dieser Stelle einmal erzählen und zeigen. Und ja, wenn Sie Fragen haben, Sie können ja am Ende der Veranstaltung gerne noch ein paar Fragen stellen. Und weil wir nicht so viel Zeit haben, werde ich dann auch gleich mal loslegen. Was ist das Ziel der Klimaschulen in Hamburg? Das Ziel ist dieses, was Sie hier sehen, nämlich, dass jede Schule einen eigenen Klimaschutzplan erstellt. Das sind sozusagen zwei Ziele, oder es sind zwei Ziele, die wir mit dem Klimaschutzplan verfolgen. Es ist natürlich eine pädagogische Einrichtung, eine Schule, deswegen geht es auch um Bildung. Wir nennen das die Ausbildung und auch Förderung von Klimakompetenzen der gesamten Schulgemeinschaft. Also es geht nicht nur um Schülerinnen und Schüler. Das ist das eine Ziel. Und das andere Ziel ist natürlich der direkte Klimaschutz, nämlich die CO2-Emissionen, die durch den Betrieb der Schule verursacht werden, eben zu reduzieren. Der Klimaschutzplan bietet allerdings da ein paar Vorteile gegenüber dem üblichen Vorgehen vielleicht in Schulen, nämlich dass dann doch relativ systematisch geplant wird und dann auch verbindlich geplant werden kann und dass Dinge einfach weiter im Voraus geplant werden und dann vermutlich auch besser umgesetzt werden können. Es ist so, dass dann ja Maßnahmen beschlossen werden, die Schulgemeinschaft durchführen möchte. Das heißt, diese werden niedergeschrieben und festgehalten. Es werden auch Termine vereinbart, wann begonnen werden soll mit den einzelnen Maßnahmen und Verantwortlichkeiten werden also auch festgelegt. Das heißt, Personen, die federführend verantwortlich sind für die Umsetzung dieser Maßnahmen. Es ist, wie ich eben schon erwähnte, nicht nur eine Sache der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte, sondern es soll schon größerer Rahmen eingebunden werden, also auch die Eltern oder das Verwaltungspersonal. Ist damit drin natürlich auch die Schulleitung. Und wir wollten das Ganze natürlich attraktiv gestalten, indem es dann halt so ein Siegel gibt, wir nennen das Gütesiegel Klimaschule, da mit dem man dann halt ausgezeichnet werden kann. Es ist so, dass alle Schulformen beteiligt sind in Hamburg hier. Wir haben Grundschulen, Stadtteilschulen, ist auch eine Schulform, die es bei uns gibt, das Gymnasium, auch berufliche Schulen sind beteiligt. Wir haben sogar auch Förder- und Sonderschulen, die dabei sind. Also dem stehen wir allen offen gegenüber. Und das sind so die Handlungsfelder, in denen die Schulen arbeiten können, was wir anbieten. Das sind erstmal die Energiebereiche Strom und Wärme, aber auch natürlich im Abfallbereich, Beschaffung. Was werden hier für Dinge in der Schule beschafft? Das Mobiliar, IT oder was auch immer. Ernährung ist klar. In Hamburg ist es so, dass die Schulen Ganztagsschulen sind, das heißt auch eine Mittagsverpflegung anliegt. Bereich Mobilität ist auch klar, also wie kommen wir zur Schule oder wie machen wir Klassenreise und Ausflüge. Herr von Kleist, darf ich ganz kurz unterbrechen? Könnten Sie die Bildschirmpräsentation bei sich ausschalten, weil wir sonst nur die erste Folie sehen können? Ach, das ist ja blöd, ja, das hätten Sie eher sagen können. Ist das jetzt besser? Ja, jetzt klappt's. Dankeschön. Okay, ja, das ist natürlich doof gewesen. Ja, dann habe ich natürlich keine Animation, das macht aber auch nichts. Dann gucken wir uns die Folien einfach so im fertigen Zustand an. Der Kern eines Klimaschutzplanes ist so eine Planungshilfe. Das ist praktisch eine Excel-Tabelle, in der die Maßnahmen zusammengeführt werden und in der festgehalten wird eben, wann diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Ein Umsetzungsstatus kann hier hinterlegt werden, damit die Schule selber und die Beteiligten wissen, wie sieht es denn damit aus? Haben wir das schon fertig umgesetzt oder haben wir es vielleicht noch gar nicht umgesetzt? Das ist hier auch so ein bisschen farbig markiert. Verantwortlichkeit ist hier hinterlegt. Man kann auch Akteure bei der Umsetzung dort festhalten und wenn möglich, wird tatsächlich dann gearbeitet, die CO2-Reduktionen, die mit dieser Maßnahme erzielt werden können, zu berechnen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber da unterstützen wir die Schulen.
Ich hatte vorhin gesagt, dass ein Ziel auch ist, die CO2-Emissionen, die durch den Betrieb der Schule verursacht werden, zu reduzieren. Das bedeutet natürlich auch, dass man die CO2-Emissionen der Schule erfasst. Das sieht man hier in diesen grauen Balken. Das ist von einer Grundschule hier in Hamburg. In den letzten Jahren sind das die Emissionen. Und sie formulieren aber auch ein Ziel. Das ist diese rote Linie, die man hier sieht. Wir nennen das den Reduktionspfad. Die Frage war immer, ja, was kann die Schule sich denn so vornehmen? Und da haben wir uns so ein bisschen an dem orientiert, was die Stadt Hamburg macht, und mussten das ein bisschen runterbrechen auf die Schulen und sind rausgekommen auf einen Wert von 2% von Jahr zu Jahr, den wir für erste Zielgröße ganz angemessen halten. Es ist allerdings so, dass die Schulen das für sich prüfen müssen, ob sie das denn schaffen können oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das auch ein Aspekt, den wir uns anschauen in dem Ganzen. Ja, hier ist nochmal aus der Excel-Tabelle, mit der wir arbeiten, ein bisschen zu sehen, dass die Emissionsziele und reale Emissionen verrechnet werden. Man kann jetzt hier weiter unten in der Tabelle sehen, in welchen Bereichen diese Schule jetzt die CO2-Emissionen erhebt. Strom und Heizenergie, das sind die oberen beiden Zeilen, die dort farbig markiert sind. Das sind Pflichterhebungen, da müssen die Schulen also gucken, wie ihre Emissionen sind, beziehungsweise ihre Verbräuche eben erfassen, und dann werden die umgerechnet. Diese Schule hat jetzt auch eine Photovoltaikanlage seit 2017, das heißt, die werden gegengerechnet, die Stromproduktion. Und die Schule wird hier im Abfallbereich erfasst, sie ihre CO2-Emissionen. In den anderen Bereichen macht sie es nicht. Das ist auch kein Zwang, das können die Schulen selber überlegen. Das hängt natürlich davon ab, wie umfangreich das jeweils ist. Zum Beispiel im Bereich Mobilität ist das natürlich mit einer großen Datenerfassung verbunden. Gut, ja, wie kommt man denn zum Beispiel auf die Werte, wenn jetzt Maßnahmen im Klimaschutzplan stehen und man sagt, wir möchten gerne ausrechnen, was das an CO2-Reduktionen bringt, so dass wir den Schulen da auch ein Tool entwickelt haben, in dem sie, ich sag mal, so Rahmenbedingungen ihrer Schule eintragen und dann CO2-Emissionseinsparungen berechnet werden. Dieses Tool haben wir nicht allein entwickelt, sondern mit CO2 Online und den dort beschäftigten Ingenieuren. Das ist natürlich eine ganz gute Hilfe. Aber in vielen Fällen machen wir das dann halt auch so, dass wir Einzelberechnungen vornehmen, wenn Schulen eben so besondere Maßnahmen haben, die jetzt vielleicht in diesem Tool hier gar nicht vorkommen. Was wir auch mal gemacht haben, ist, dass wir in Hamburg Schulen genauer angeguckt haben, um zu wissen, wo entstehen denn die CO2-Emissionen, in welchen Bereichen. Wir haben das relativ genau gemacht. Angucken würde ich mir aber ganz gerne eher die Zusammenfassung hier. Das sind nämlich diese 6 Handlungsfelder, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Das ist nicht repräsentativ, was wir jetzt hier gemacht haben. Also es sind eher Einzelschulen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber ich glaube, es passt schon ganz gut. Wir haben das IFO-Institut gefragt, ob das auch mit deren Größen etwa hinkommt, und die haben das bestätigt. Was uns ein bisschen überrascht hat, ist der Bereich Mobilität. Den hätten wir nicht so stark eingeschätzt. Der ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. In Grundschulen ist der nicht so stark, aber in weiterführenden Schulen schon. Wobei Wärme und Strom, das sind so die Größenordnungen, die wir einfach auch so vermutet hätten. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele für Maßnahmen aus den Klimaschutzplänen der Hamburger Schulen, der aktuellen Schulen rausgesucht, damit Sie einfach erstmal so einen Eindruck davon haben, was die so machen. Lichtsteueranlagen, also in so einem technischen Bereich, werden Lichtsteueranlagen verbaut und Raumtemperaturen natürlich genau eingestellt. Es wird mit CO2-Messgeräten gearbeitet, um Lüftungsverluste zu vermeiden. Es gibt Anzeigesysteme für Strom und Wärme, wie da aktuelle Daten sind. Es werden natürlich E-Bikes und E-Autos sind Thema und Ladestationen dafür, IT-Bereich. Es werden Kleinwindkraftanlagen tatsächlich installiert, natürlich auch PV-Anlagen oder Fensterdichten mit Thermografie geprüft und so weiter. Ein paar pädagogische Maßnahmen habe ich auch nochmal rausgesucht. Natürlich gibt es Klimawochen. Oder es gibt so Projekte, wo Solarlampen erstellt werden und dann nach Afrika verschickt werden, um dort den Gebrauch von Petroleumlampen zu reduzieren und darüber CO2-Emissionen zu sparen. Es gibt Englischunterricht, der
das Thema aufgreift. Repair-Cafés oder Schulkleidung wird ökologisch gestaltet. Es gibt im Bereich Mobilität Dinge wie so Radfahrer des Jahres, der nominiert wird, Vorträge natürlich oder Instagram-Auftritte haben wir. Die üblichen Heizenergiedetektive oder Energiedetektive, da gibt es ja viel in den Schulen. Klassenreisen ist ein großes Thema natürlich. Wie machen wir sie? Aber auch erneuerbare Energien und wie bringen wir das in die Öffentlichkeit, was die alles können zum Beispiel. Ja, wie genau wird man nun eigentlich Klimaschule? Erstmal so, dass man unverbindlich von uns beraten wird oder auch von der Hamburger Klimaschutzstiftung, mit der wir hier zusammenarbeiten. Dann ist es so, dass das höchste Gremium in der Schule, nämlich die Schulkonferenz, in der die Schulleitung, die Lehrer, die Eltern, die Schüler vertreten sind, entscheiden, wir wollen Klimaschule werden. Wenn sie das getan haben, muss noch eine Person bestimmt werden, die als unser Ansprechpartner dann agiert. Das ist der sogenannte Klimaschutzbeauftragte. Und ja, dann geht es los, dass die Schule Unterstützung von uns bekommt und eine pädagogische und technische Bestandsaufnahme durchläuft. Und dann entwickelt sie Klimaschutzmaßnahmen. Wir helfen bei den CO2-Berechnungen. Und der Klimaschutzbeauftragte, der so ein bisschen die Federführung für das Ganze in der Schule ja hat, kann eine Fortbildungsreihe besuchen, weil der vielleicht ja auch nicht in allen Handlungsfeldern so weit fit ist, dass er das alles betreuen kann. Das Ganze dauert ungefähr ein Jahr, bis eine Schule so weit ist, dass sie einen Klimaschutzplan erstellt hat. Dann guckt man sich den Klimaschutzplan an und guckt, ob diese Kriterien erfüllt werden. Das sind nämlich die Gütesiegelkriterien für die Erstvergabe. Die werde ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber es geht eben auch darum, dass nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig geplant wird, dass vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schüler beteiligt sind bei diesem Prozess, dass der Klimaschutzplan veröffentlicht wird und, und. Diese Kriterien sind anspruchsvoll für Schulen und nicht so leicht zu erfüllen. Deswegen brauchen die Schulen da teilweise auch Unterstützung. Natürlich gibt es dann eine Auszeichnungsveranstaltung in diesem Jahr oder im letzten Jahr, 2020 wäre eine gewesen, finden immer alle zwei Jahre statt. Die musste aber leider Corona-bedingt ausfallen, deswegen sind das hier Bilder aus 2018. Die Schulen kriegen so ein Siegel und das ist so ein Acrylglas und eben so eine Urkunde. Ja, aktuell haben wir eben 75 Klimaschulen in Hamburg, die jetzt aktuell in diesem und im nächsten Jahr eben das Gütesiegel tragen dürfen. Da habe ich einmal so eine Übersicht. Wir haben also 18 Grundschulen, 25 Stadtteilschulen, 24 Gymnasien und 8 berufliche Schulen aktuell. Dann hatte ich eben schon gesagt, das Gütesiegel ist nur für 2 Jahre gültig. Deswegen gibt es Kriterien für eine Erstvergabe und auch für eine Wiedervergabe. Die unterscheiden sich natürlich ein wenig. Ja, und wie geht es dann weiter, wenn man dann Klimaschule geworden ist? Ja, dann komme ich ins Spiel, dann kommt die Schule praktisch in unser Netzwerk der Klimaschulen und ich besuche die Schulen regelmäßig. Und da ich das bei 75 Schulen nicht alles alleine schaffe, habe ich auch so einen Pool von Klimacoaches, die ich beauftragen kann, die eben zum Teil Arbeiten für mich übernehmen. Natürlich gucken wir dann in den Schulen, was liegt gerade an, wo kann ich unterstützen. Ich gucke mir in Rundgängen das an oder besuche auch mal Klima-AGs oder andere Veranstaltungen in der Schule, um da zu unterstützen oder zu hören, wie es gerade läuft. Zentral sind auch diese Netzwerktreffen der Klimaschulen, die 4-mal im Jahr stattfinden. Da geht es natürlich um Fortbildung in einigen Bereichen, aber einfach auch Zeit für den Austausch und für die Vernetzung. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Gibt es natürlich auch manchmal Frust in den Schulen. Das ist immer ganz schön, wenn man mal wieder Gleichgesinnte trifft und sich da so ein bisschen wieder akklimatisieren kann und mit mehr Schwung wieder in die Schule zurückgeht. Womit wir die Schulen noch unterstützen, das sind sogenannte Sondermittel für die Klimaschulen. Das sind Mittel, die aus dem Klimaplan der Stadt Hamburg bereitgestellt werden. Und da haben wir seit 2010 ungefähr 1,5 Millionen Euro an Klimaschulen ausschütten können. Das Geld nehmen die Schulen eben, um ihre Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Und ich habe jetzt einfach hier so ein paar Beispiele rausgesucht, was sie dafür kaufen oder was sie damit gemacht haben. Das ist einfach nur an die Maßnahmen gebunden, in den Klimaschutzplan stehen. Ja, was gibt es noch? Was stellen wir noch bereit, um die Schulen zu unterstützen? Natürlich pädagogisches Material und solche Kisten haben sich da ganz gut bewährt. Wir haben so eine Klimakiste für die Grundschule, die sehr beliebt ist. Da haben wir schon von den 200 Hamburger Schulen 100 mit ausgestattet und überarbeiten die gerade. Es gibt auch für weiterführende Schulen eine eben solche Kiste und wir haben auch für das Thema Ernährung und Klimaschutz eine Kiste, die sogenannte Klimafrühstückkiste.
Dann haben wir solche Infoblätter, die wir gerade aktuell erstellen. Diese beiden sind fertig. Das heißt, das sind so um die 15 Seiten, wo einfach Fakten zu dem Thema zusammengetragen werden, damit alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, was ist sozusagen Sache im Bereich Strom oder im Bereich Abfall, an wen kann ich mich wenden, welche außerschulischen Lernorte gibt es und, und. Ja, und nicht zuletzt gibt es noch weitere Angebote, eben solche Qualifizierungs-Workshop-Reihe für die Klimaschutzbeauftragten der Klimaschulen oder auch für andere Kolleginnen an den Schulen. Da haben wir natürlich weitere Ausleihmaterialien oder auch spezielle technische Beratungen, die ich dann nicht alleine führe, sondern eben mit Schulbau Hamburg, dem Eigentümer der Hamburger Schulen. Und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit kriegen die Schulen auch Unterstützung. Und nicht zuletzt gibt es direkt Angebote für Schülerinnen und Schüler, wo dann die Lehrerinnen oder die Lehrkräfte ihre Schüler eben anmelden können. Da arbeiten wir mit der Hamburger Klimaschutzstiftung zusammen. Da gibt es eben solche Ausbildungen zu Energiedetektiven oder eben auch Projekttage, die wir im Moment halt auch als Online-Projekttage anbieten. Das wird sehr stark nachgefragt im Moment und erleichtert die Arbeit in den Schulen doch erheblich. Ja, das war so ein bisschen von meiner Seite. Ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten eingeblendet. Falls es im Nachgang noch Fragen gibt, können Sie mich natürlich gerne anrufen oder einfach eine E-Mail schreiben oder vielleicht einfach nochmal auf unserer Internetseite schauen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und es gibt auch eine ganze Menge spannender Fragen zu dem, was Sie gerade uns präsentiert haben. Die erste Frage, Herr von Kleist, bezieht sich auf den Anreiz. Also es ist ja viel intrinsische Motivation nötig. Also jetzt nur eine Auszeichnung zu bekommen, mag ja vielleicht doch relativ trivial erscheinen. Und gibt es da beispielsweise ja Gelder, die zurückfließen, wenn Schulen entsprechend eingespart haben, dass sie selbstständig budgetieren können und das nicht zweckgebunden ist? Ja, es ist natürlich so, dass viele Schulleitungen vielleicht nicht unbedingt das Thema auf der ganz vorne auf der Agenda haben und überzeugt werden müssen, da mitzumachen. Da gebe ich Ihnen recht. Diese Sondermittel, von denen ich eben gesprochen habe, die sind doch sehr attraktiv für die Schulen. Dann ist es natürlich so, dass sich kaum eine Schule inzwischen dem Thema Klimaschutz verschließen kann. Und Schulen, die so ein Schild draußen am Eingangstor haben, ja, die hoffen doch auf mehr Zulauf. Es ist ja schon so ein bisschen Kampf um die Schülerschaft, auch in Hamburg hier. Und es ist schon ein gewisses Renommee, zu der Eliteschule zu gehören, also zu den Klimaschulen. Und das ist bei uns jedenfalls im Moment, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben genügend Anfragen von Schulen, die eben mitmachen wollen im Programm, auch wenn es jetzt nicht so direkt immer Prämien dafür gibt. Das klingt sehr, sehr gut. Da schließt sich im Prinzip die Frage an, wie viele Schulen, also vielleicht auch prozentual ausgedrückt auf die Gesamtheit der Hamburger Schulen, nehmen bereits teil an dem Projekt? Ja, also wir haben noch mehrere Programme bei uns. Die überschneiden sich zum Teil, die Schulen, weil sie an mehreren teilnehmen. Wir sagen, ungefähr ein Viertel der Hamburger Schulen sind über uns erfasst und werden relativ eng betreut. Wir haben 400 Schulen und in der Summe sind es ungefähr 100, etwas über 100, die wir da ziemlich eng betreuen. Vielen Dank. Dann die nächste Frage. Und zwar gab es mal oder gibt es noch ein 50-50-Programm, was sehr erfolgreich gewesen ist in Hamburg und ob das jetzt wohl verschwunden ist und welche Gründe es dafür gibt? Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich zu auf, also kann ich jetzt sehr ausführen, denn ich habe selber mal 10 Jahre für 50-50 gearbeitet, bin ein großer Anhänger des Programms. Trotzdem wurde das Programm in Hamburg ja tatsächlich abgeschafft und es gibt ein Nachfolgeprogramm, das heißt Energiehof 4. Das geht in eine ähnliche Richtung, hat aber mehr pädagogische Anteile. Sie haben vorhin angesprochen, die Schulleitungen müssen überzeugt werden. Weshalb lässt es sich nicht leichter, wie soll ich sagen, also wie kann man Schulleitungen noch etwas intensiver begeistern für das Thema und nicht sozusagen da das Burgtor mit der hochgezogenen Zugbrücke bzw. herabgelassenen Zugbrücke daraus machen? Also sprich Verpflichtungen der Breite. Gut, also wenn die Schulleitung eben nicht in der Form idealistisch veranlagt ist, dass sie sagt, das ist wichtig, dann ist einer Schulleitung natürlich immer wichtig, dass es nicht zusätzliche Arbeit fürs Kollegium ist, dass es keine Unruhe im Kollegium gibt. Und wenn man also einer Schulleitung deutlich machen kann, dass durch diese externe Unterstützung, die die Schule erhält, viel Arbeit
abgenommen wird und eine gewisse Arbeitszufriedenheit auch in dem Bereich entsteht und ich sage mal Forderungen, die durch Schülerschaft, jetzt auch durch Fridays for Future ja im Raum stehen, doch auch befriedigt werden. Also ich sage mal so, wir haben es ganz selten, dass wir es nicht schaffen, Schulleitungen davon zu überzeugen, mitzumachen. Also sind nicht immer die Treiber, das sind vielleicht eher jetzt sogar die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrkräfte, häufig auch die jüngeren Lehrkräfte, die bei uns zuerst anklopfen, aber die Schulleitungen ziehen eigentlich immer mit. Das ist super. Was ist der Unterschied zwischen Klimaschule und Umweltschule, ist eine weitere Frage. Ja, Umweltschule ist ein internationales Programm. Und es ist so, dass die Schulen zwei Projekte durchführen, die sie anmelden und durchführen und dann eben dokumentieren und zeigen, das haben wir durchgeführt. Klimaschule ist ein Programm, was wir uns selber in Hamburg überlegt haben, weil wir anderweitig nicht etwas Ähnliches gefunden haben. Wir hatten halt weltweit gesucht, nichts gefunden, selbst entwickelt. Und unser Programm ist gegenüber der Umweltschule deutlich umfangreicher, was die Beteiligung der Schulgemeinschaft angeht. Ich sag mal so, wenn man zwei Projekte macht, alle zwei Jahre, ist das was anderes, als wenn man ein Programm hat von 75 Maßnahmen, die man in den nächsten 10 bis 20 Jahren umsetzen will. Ja, der Faktor Zeit ist ja jetzt hier bezogen auf die Klimakrise auch ein ganz relevantes Thema. Also wir haben ja nicht die Zeit, da noch lange zu überlegen. Da schließt sich eine weitere Frage an, nämlich inwieweit sind die Klimaschulen im Hamburger Schulgesetz verankert? Entsprechend, wie muss die Schulleitung reagieren, wenn das der Fall sein sollte? Klimaschutz ist freiwillig, keiner muss reagieren. Okay, gut. Nächste Frage. Wir sind langsam am zeitlichen Limit, aber ich hoffe, es stört Sie jetzt nicht so wahnsinnig. Ich habe die nächste Frage und zwar, wie groß ist die Unterstützung der Bevölkerung bezüglich der städtischen Klimapolitik? Was können Sie da Das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe natürlich persönliche Eindrücke, aber ich kann für die Gesamtheit da irgendwie nichts sagen. Ich sehe das natürlich jetzt in Bezug auf die Klimaschulen, sehe ich das schon so, dass auch Elternschaft mitwirkt und wir auch teilweise Eltern haben, die uns anfragen. Aber sonst kann ich die Frage nicht wirklich beantworten. Ich danke Ihnen. Letzte Frage, das Hamburger Modell, wird das auch exportiert? Also haben Sie auch Anfragen aus anderen Bundesländern? Ja. Tatsächlich haben wir ausnahmsweise, muss ich sagen, wir dürfen natürlich eigentlich nur Hamburger Schulen beraten, betreuen und unsere Arbeitszeit da reinstecken. Ich bin ja Hamburger Beamter. Aber tatsächlich haben wir ausnahmsweise eine bayerische Schule sogar zweimal ausgezeichnet. Die haben sich also wieder beworben und sind nochmal ausgezeichnet worden. Hildegardes-Gymnasium in Kempten. Und wir hatten noch eine zweite Schule aus Bayern, die sich bei uns beworben hat, die wir jetzt auch ausnahmsweise ausgezeichnet hatten. Also mehren sich die Anfragen aus anderen Bundesländern bei uns. Wir können die aber natürlich nicht alle irgendwie betreuen und begleiten und nachher alle auszeichnen. Das ist einfach zu teuer. Das können wir nicht nebenbei machen. Aber wir waren anfangs, als wir das Programm entwickelt hatten, in den Bundesländern unterwegs und haben Vorträge gehalten. Aber damals hat keiner angebissen, sage ich mal. Jetzt werden wir angefragt und wir sind gerne bereit, diese Informationen weiterzugeben und nicht nur die Informationen, sondern auch alle Hilfsmittel, die entwickelt wurden und Konzepte, damit das vielleicht auch in anderen Bundesländern umgesetzt werden kann. Das ist ein schönes Schlusswort, weil wir jetzt leider an der Stelle beenden müssen. Aber ich würde Sie gerne herzlich einladen, ob Sie zum Spatial Chat überwechseln würden und da vielleicht nochmal für Fragen zur Verfügung stehen. Im Moment kann ich es leider nicht, weil ich jetzt einen Anschlusstermin habe. Aber wie gesagt, ich hatte ja meine E-Mail-Adresse genannt. Das heißt, da kann jeder gerne hinschreiben und ich beantworte die Fragen dann gerne. Ganz wunderbar. Und vielleicht haben Sie ja auch Interesse, im November bei der zweiten KISS-Auflage dabei zu sein. Das ist dann 13. und 14. November. Und ja, ich glaube, steht der Tropfen höhlt den Stein und Nachhaltigkeit ist dann doch immer stärker, auch bei vielen im Bewusstsein. Und die Umsetzung folgt dann entsprechend im Anschluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr von Kleist. Ich danke auch. Ja. Wiedersehen. Tschüss.